Hallo und herzlich willkommen bei Retro Campbell. Ich bin dafür auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Star Trek Fleet Command. Ich werde es mal starten. Ich habe es ja noch drauf vom letzten Mal. Daher wird alles ein bisschen schneller gehen. Außer wenn jetzt ein Update vielleicht kam. Ja. Und jetzt wieder warten. Warten, warten, warten. Ach ja. Oh, was ist das? Ah, da ist es doch. Ich höre nichts. Sound ist aber an, oder? Ja. Warp-Antrieb. Da bin ich. Hallo, Stefan Reddock. Genau das bin ich. Ich habe dann noch zweimal weitergespielt gehabt, weil das war es dann auch schon. Also ich bin da noch nicht viel weiter. Er braucht heute aber lange zum Laden. Abschließen. Abschließen. Und da konnte ich, glaube ich, nichts mehr. Sechs, zehn. Ja, da brauche ich so viele. Ich habe mal gerade mal 3000, ich brauche 33.000. Hier brauche ich 84.000. 66.000. Was kann ich denn jetzt forschen? Ach, da war fertig. Die Galaxie geht noch nicht. Ist ab 20. Und das andere bis ab 19 gesetzlos. Und das war erst ab 50 oder sowas. Ganz spät. 25. Also Forschung fällt ins Wasser. Wenn der fertig ist, muss er jetzt nächstes Forschungslabor F&E machen. Nicht den. Den hier. Jawohl. Habe ich letztes Mal nicht den hier geforscht? Achso, die Forschung war noch im Gange, deswegen. Stimmt. Die letzte Forschung. Naja. Wenn wir jetzt mal gucken, was wir noch. Da haben wir nochmal.
Fertig. Tagesziel 1 schon mal erreicht. Gut. Gewinner macht, wenn eine Forschung. Ja, geht ja nicht. Ich kann keine Forschung machen. Also, der fällt schon mal weg. 5 Gebäude aufwerten. Das könnte ich machen, wenn ich meine Minuten dafür verbrauche. Ich habe allerdings nicht mehr so viel. Muss ich mir noch überlegen, ob ich das mache. Leistungsverbesserung, Offizier. Okay, das machen wir. 2 Levels. Fangen wir mit denen hier an. Geht nicht. Der geht nicht. Und die. Ein Level. Ist nicht. Hä? Wo ist denn das Schiff? Schiff, wo bist du? Ach, ich hab's zum Ernten losgeschickt. Stimmt. Ja, Rückruf. Das muss ich auch mal kurz warten. Schauen wir uns mal die anderen Sachen an. Ich bin in Agil übrigens eingetreten. Ich glaube, das habe ich letztes Mal auch noch nicht gehabt, dass ich in Agil drin war. Ja. Was bedeutet das Plus hier? Ach, 33. Ach, ein neues Gebäude ist das wahrscheinlich. Das mache ich gleich. 33 Sekunden. Dann schaffe ich meine Quest mit den Gebäuden aufwerten auch. Aber mach den hier. 30 Minuten einmal verwenden. Gratis. Ja, jetzt geht's los. Ja, ich mache jetzt was ganz Schlimmes. Naja, schlimm nicht. Ich mache den hier jetzt. Kriege ich den auch verkürzt? Ich habe 5x eine Stunde. Ja, doch, schaffe ich. Zack. So. Hier ist mir. Das war, glaube ich, das war mein 5 Gebäude. Ne? Ja. Perfekt. Perfekt. So, dann haben wir das schon mal und. Hier haben wir noch was. Schiff ist angekommen, okay. Forschung. Und das waren. Nur 3, glaube ich. 1. Hier weg. Werbung.
2. Nein, das gibt's doch nicht. Oh. Das war schon wieder. Dass ich den weiterentwickelt habe, gab es nur zwei Forschungen. Oh. Dann machen wir erstmal die Tagesziele kurz weiter. Ach, das hat gereicht. Das ist super. Gott sei Dank. Ich dachte, ich hätte nur zwei gehabt. Stimmt, ganz am Anfang. So, dann machen wir mal weiter mit den Offizier. Einen haben wir ja schon fertig gehabt. Jetzt kommt der zweite. Nein, nein, nein. Aufleveln. Boah. Eine Tagesquest? Okay, ich habe noch da noch genug Offiziere. Vielleicht kriegen wir jetzt auch sowieso einen neuen. Schauen wir mal. Okay, war nichts drin. Ja. Blub. Und noch drei Queste. Okay, die 4-Stunden-Quest kann ich erst in 4 Stunden wieder machen. 4-Stunden-Quest. 4 Stunden Ruhe. Ich kann jetzt noch 10 feindliche Level 10er zerstören. Und dafür brauche ich dann meinen Bomber. Und ich muss in der Galaxie in der hier reicht es. Und dann sind wir schon wieder fertig mit den Dailies. Das Titanium. Muss der schon mal in Ruhe weiter Titanium abbauen. Ich habe nur noch 83.000. Das hier habe ich genug. Noch später bestimmt brauche ich das auch. Aber man hat nur ein Schiff zum Abfarmen. Ich möchte gerne Dock C haben. Boah, das ist doch genug, um ein weiteres Schiff einsetzen zu können. Orten. Kommandant 2. Ups, auf 17. Ah, hier. Brauche ich auch mal die hier. Und vorher muss ich auf 17 geforscht haben. Was ist das? Ups, ich bin auf 10. Ja. Minuten dauert das. Mit denen kann ich jetzt einmal kurz, ich glaube 5, ja, 7 Stück müsste ich zerstören können und dann müsste ich aber zurück. Mich reparieren. Ach, da ist schon einer. Angriff. Das sind 10er hier.
Ein Achter, das ist ein Zehner. Drei Missionen gerade abgeschlossen. Meine Güte. Nochmal das Bild größer. Oh. Größer, nicht kleiner. Quest mache ich jetzt nicht. Hier noch eine Quest abgeschlossen. Ei, ei, ei. Da ist noch einer. Ist wieder eine Quest fertig. Ach, nee. Bestimmt, wo ich die Gebäude aufgebaut habe. Und noch eine Quest fertig. Und da ist noch einer. Und schauen wir mal die Daily an. Habe ich die schon fertig? Nee, schon so. Fünf habe ich erst. Das war Nummer 6. Ich muss mich gleich reparieren gehen. Sieben oder ich probiere mal alle 10. Wo sind die Zehner hin? Wo sind die Zehner? Hey, keine Zähne mehr da. Alle weg. Welche Galaxie fliege ich jetzt? Ein Premium-Rekrut habe ich. Oh, das ist super. Mal schauen. Bringt mir nichts. Schade. Schade. Oh, hier fehlt einer. Könnte ich den aufleveln? Der ist neu.
Der ist auch Level 1. Kabisch. Naja. Na gut. Okay, wir sind hier und. Warum nur ich im Kurs? Ich bin auch schon da. Schauen wir mal. Wegen hier, da ist ein Zehner. Bam, 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 bam. Oh, das spawnt gerade genau der nächste hinter. Das ist gut. Wow. Ich krieg danach keinen mehr. Am nächsten bin ich kaputt. Brauche ich gar nicht probieren. Das weiß ich schon. Schauen wir mal, wie viel haben wir geschafft. Wie viel haben wir geschafft? Ach, da drauf drücken. Wie viel haben wir geschafft? Wir haben. Ach, oh, einer fehlt noch. Nur wegen ein einzigen zurückfliegen und. Nein. Ich probiere es trotzdem aus. Orten. So. Komm. Gib alles und geh nicht kaputt. Das ist der letzte. Danach hast du Wochenende. Glaube ich. Mal schauen. Vielleicht auch nicht. Ach, wusste ich doch. Und so sieht es aus, wenn man zerstört wird. Dann geht man hier auf Reparieren. Jetzt dauert das natürlich 8 Minuten. Und dann kann ich weiterspielen, also mit denen. Oder ich mache Beschleunigung rein und zack, mach das so einmal. Lass. Ich muss erst im System sein. Oh, Schusszeile. Kann ich mal vielleicht dann später mal aufwerten. In 2 Minuten bin ich da. Ja, wenn ich hier so eine Quest mache, möchte vom Planeten, drücke ich einfach den Planeten an, drücke dann auf Mission und nimm die Mission an. Allerdings steht hier ja auch, für Mission wird ein Schiff im System benötigt. Da ich ja nicht in dem System bin, da ich mich jetzt gerade erst hier hinwarpe, wird man gleich sehen, wie mein Schiff hier aus dem Warp rauskommt. Könnte ich die Quest noch nicht annehmen und ich will die jetzt auch wirklich noch gar nicht annehmen, weil ich erstens gar nicht in den Levelbereich hier bin. Ich bin zwar Level 10, aber meine Schiffe sind auch schon ein bisschen höher, aber es wird für mich also schwierig, deswegen möchte ich erstmal meine ganzen kleinen Quests noch machen, die ich habe. Und ich habe sehr viele. Du kannst sagen, in jedem System, den du reinfliegst, also hier in jedem Punkt, sind überall Queste. Und die weißen Systeme, da war ich schon und bei dem war ich noch nicht. Also ich könnte noch hier Level 1er Queste sammeln, Level 2er Queste. Da ist halt ein Gilden-Mitglied von mir, die lila im Mannequin. Warten. Ah, schon gelandet. So. Also hier gibt es bei dem Spiel
richtig viele Queste. Mit PvP weiß ich noch gar nicht, wie das da geht. Es gibt hier PvP. Hier in dem System ist gerade gar keiner. Das bedeutet nur, hier kannst du deine Dingens hinsetzen, deine Basis. 16 von 16 Plätzen verfügbar. Heißt das nicht, die ist schon. Wollte gerade sagen, ist doch schon besetzt. Also 16 von 16 sind besetzt. Hier sind auch 16 Leute. Da ist da ein kleiner Nachteil bei dem Spiel. Wenn du hier einen Planet suchst, du musst erstmal suchen, wo du. Deine Basis hinsetzen kannst. Holen wir mal den hier ab. Geschenk, Dankeschön. Du fliegst zurück und ich gehe mal in eine Galaxie rein. Ich glaube, bei mir war noch in der Galaxie ein Platz. Oh, bei mir ist. Nee, ich glaube auch nicht mehr. Ist mittlerweile ein G-Mitglied mit dazugekommen. Hier ist halt mein Platz. Hier ist 15 von 16. Da würde zum Beispiel noch eine reinpassen. Ja. Da ist mein Gilde-Mitglied. Pauli. Sehr schwer für mich, wenn ich ihn angreifen würde. Weil, wie gesagt, ich bin richtig auch sehr schwer. Ich bin richtig schwach. Hab nur 1200 Angriff. Bin allerdings schon Level 10 und der ist Level 9 erst und hat schon über 3000 Angriff. Ich weiß gar nicht, wie das machen, die Leute. Keine Ahnung. Gut, das waren jetzt. Der Tag ist wieder auch noch. Und. Oh nein. Ich brauche den hier und den, damit ich die letzte Truhe aufmachen kann. So ein Mist. Ja, gut, das war's dann für heute. Ich hoffe, nächstes Mal bin ich ein bisschen stärker. Weil es macht mich jetzt schon stutzig. Das Level 9. 3000. Und ich bin Level 10. Hab nur 1200. Was mache ich falsch? Bitte helft mir, Leute. Wenn einer das sieht und Idee hat, wie man da stärker wird. Schiffbauen geht ja nicht. Man darf, ich habe nur zwei Docks, ich darf also nur zwei Schiffe haben. Ich habe zwei. Wie fährt er? Hat auch nur zwei. Boah. Der hat aber auch nur zwei. Und jetzt bin ich mal gespannt. Warte mal, ich gehe mal woanders hin. Reparieren, gratis, zack. Hier hinten war so einer von mir. Ist nicht mehr da. Der ist nicht mehr da, so ein Mist. Da war ein Verbündeter gewesen, nämlich hier hinten. Habe mir gedacht, ich schaue mir mal den Verbündeten an. Nicht, dass da immer auf dem Bild nur zwei Docks angezeigt werden. System anschauen. Ich war ja schon mal hier. Aber ich glaube, jetzt kann ich auch keine. Doch, da ist eine Basis. Oh, der hat vier. Gut. Also es werden auch vier angezeigt, wer vier hat.
Gut, das war's dann für heute. Wir gehen zurück zur Basis. Ausgangsposition. Der erntet dann noch in Ruhe. Das Titanium ab, nee, nicht Titanium, wie ist das? Tritanium? Was war das hier? Tritanium. Genau, das erntet er jetzt noch in Ruhe ab. Da ist ja auch auf dem Erntefahrzeug. Und ich sag dann mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bam, bam, bam. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.